Denn ich muss das hier ein bisschen verschieben tun. So. Dann einmal Nahverkehr. Züge. Nee, Züge. Brauche ich Ort bereits belegt? Okay. Ach, die sind so schräg aneinander, deswegen. So, und da kriegt er die Kurve. Da kriegt er ein Problem mit der Kurve. Mache ich die Kurve einfach so. Oh Gott. Wenn ich das so und so und... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Züge, nochmal weiter Züge. So, einmal ein Personenbahnhof zum Personenhafen. Und ein Güterbahnhof zum Güterhafen. Wobei die jetzt ganz blöd nebeneinander stehen. So, oh Gott. Oh Gott. Du weiter nach da. Du weiter nach da. So. Jetzt mal gucken, ob ich die hier irgendwie verbunden kriege. Ja, das sieht nicht gut aus, aber es geht. Ja, es geht. Und diese Zuganbindung, die kommt jetzt... Oh, jetzt hat er kein Wasser. So. Diese Zuganbindung führe ich jetzt an der Autobahn entlang. An der Autobahn entlang zu den Gleisen. So. Einmal so und einmal so. Habe ich hier auch wieder eine Anbindung. Und dann würde ich sagen, mache ich jetzt nämlich hier noch eine Zugverbindung von neue Linie nach da, nach da. Linie abschließen. Dann habe ich da auch noch eine Linie. Ich glaube mal nicht, dass die jetzt von dort nach dort wollen, oder? Oh, Müll brauchen die auch. Müllverbrennungsanlage, zack. Die brauchen ja echt alles, ne? Gut, dann mache ich da halt auch noch das so hin, mein Gott. Feuerwehr. So, dann haben die eine kleine Infrastruktur da oben. Und dann passt das. Kriminalitätsrate kann jetzt eigentlich nicht allzu hoch mehr sein. Gut. Dann passt das. Jetzt haben die kein Wasser hier. So. Sollte gehen, denke ich. Sollte gehen. Wie sieht's mit unserem Abwasser aus? Läuft. Wortwörtlich läuft. Abwasser. Achso, nee, das ist Müll. Ich wollte jetzt Abwasser haben. Ist das über Wasser? Abwasserklärung? Mhm. Ja, das passt, du. Das passt. Eieiei, aua. Also das verbreitet sich schon ein bisschen, der Dreck. Dadurch, dass es nicht abfließt, ne? Hier bei dem Ding hier, bei dem Fluss hat man das, den Vorteil, dass sich das verflüchtigt. Da sind sogar drei Anlagen und man sieht das gar nicht. Ne? Im Meer hat man das Problem, dass das immer größer wird. Denke ich mal. Was haben wir hier eigentlich da hinten noch für einen See, du? Aha. Das sieht ja auch ganz nett aus. Könnte man den als Abwassersee benutzen? Pumpt man da einfach das ganze Abwasser rein? Nee, aber was ich hatte ja noch die Idee, einen Staudamm zu bauen, ne? Was, wenn ich den einfach, wenn ich mir hier noch eine Kachel links hole und den einfach hier baue und dann einfach so meine komplette Stromversorgung regle? Also das wäre nur so eine Möglichkeit, ne? Cool. Kriminalitätsrate kann da nicht mehr allzu hoch sein, Mann. So, und lass mich raten, die kommen da jetzt nicht rüber über die Straße, weil da keine Kreuzung mit Zebrastreifen ist, oder was? Wie mache ich das jetzt am besten? Wege, Gehweg, kann ich jetzt hier von dort einfach... Oh Gott. Von dort einfach nach dort oder so? So eine Kreuzung?
Kann man irgendwie Kreuzungen festlegen? Kann ich jetzt sagen, da ist eine Kreuzung oder eine Ampel oder so? Dollar. Nach Bodenrichtwert ist das. Gesundheit. Freizeit. Stadtviertel. Geländehöhe. Verkehrsrouten. Nee, hat man nicht, ne? Verschmutzung. Wie bin ich denn? Wie habe ich... Ach, hier unten ist es. Verkehrsrouten. Kreuzung. Genau. So, ich will jetzt, dass da eine... Achso, ich habe immer noch den Gehweg. Straße anpassen. Ausgewählte Straße. Das. Nee, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Nee, das funktioniert halt einfach nicht. So, und die haben jetzt ein Feuer oder was haben die hier? Hm. So, das einmal aus. Die haben jetzt Kriminalitätsrate zu hoch. Ich hab da doch schon zwei Feuerwehren gebaut. Ich sollte vielleicht auch eine Polizei bauen und nicht nur eine Feuerwehr. Klar, dass die Kriminalitätsrate nicht runtergeht, ey. So, was haben wir jetzt hier für einen Zug? Ein Passagierzug mit 0 Passagieren. Perfekt. So soll es sein. Ah. Wie sieht es eigentlich mit unserer Bevölkerung aus? Aua. Jetzt habe ich fast schon wieder zu viele Arbeitsplätze, was allerdings natürlich eigentlich gar nicht mal so schlecht ist. Ich habe die Hauptstadt durch und die kolossale Stadt auch fast durch mit 40.000. Dann kommt das Kernkraftwerk, weiß ja nicht, oh, das Chirp-X-Startgelände. Das will ich ja unbedingt bauen und das werde ich auch bauen. Aber erste Mal, was haben die? Nicht genügend Käufer für Produkte. Käufer für Produkte? Ich habe eine Idee. Ja, dann sollen die das ja... Also wenn die nicht genug Käufer haben, sollen die das Zeug ja verkaufen, also exportieren. Und das kriegt man hin, indem man einen Güterbahnhof baut. Und zwar direkt hier. Direkt hier, wo er sein soll. So, muss ich gucken, wenn ich das ordentlich mache. Dann muss ich erstmal hier die Gleise wegmachen. Zack, zack. Oh, scheiße, ich hätte Pause machen sollen. Güterbahnhof. So. So und so. Und so und, oh Gott, so. Jetzt habe ich hier nämlich einen Güterbahnhof und dann bringen die möglichst ihre ganzen Güter dahin. Play. Um die dann zu exportieren. Güter in die Stadt befördern oder sie andererorts verkaufen. Genau. Das soll nämlich sein. Und notfalls können die dann nämlich auch die Güter zum Frachthafen bringen. Und von dort zu transportieren. Budgetfenster öffnen. Ja gut, ich habe jetzt plus 21.000. Ist jetzt nicht so übertrieben viel. Deswegen will ich da jetzt nicht großartig was verändern. Warte mal, machen wir das Budgetfenster bitte nochmal auf. Achso, Flugzeug kommt da noch. Okay. Wollen wir mal reinhören, was im Chirp-X-Radio gerade läuft? Im Mars-Radio? Nichts läuft. Achso, muss ja auch noch anmachen, ne? Jubani, Unfold. Hört sich gut an, aber ich will keine Copyright-Probleme bekommen. So, plus 43.000 auf Schlag. Was? Okay. Einnahmen, Überzüge, 200, minus 8000, Einnahmen, Industrie und Büro, Erze, Alter, 1200 allein durch Erze, cool, Büro 1700, ich brauche mehr Wohngebiete, fällt mir gerade auf, mehr Wohn- und Gewerbegebiete und zwar stark, was, dichte Besiedlung 110.000, Alter, Einnahmen aus Gewerbegebieten. Alter. Alter, geil. Cool. Das gefällt mir. Aber jetzt sollten wir uns daran setzen, hier eben das Wohngebiet sozusagen ein bisschen zu... Ja, soll ich jetzt hier oben das weitermachen?
Ja, ne? Ich glaube, ich das Beste. Ich gucke mal, weil das ist hier alles schon, ist eigentlich schon alles dicht besiedeltes. Also mache ich das dicht besiedelte auch einfach weiter. Ich kann doch nichts anderes machen, wenn die das wollen. Wenn die das wollen, dann bringt es ja nichts, was anderes zu machen. So. Das ist ja schon eine groß. Ich habe ja gerade erst eine großflächige Erweiterung gemacht, deswegen wundert mich, dass ich das schon, dass ich schon wieder so wenig Leute habe sozusagen, ne? Und die jetzt wirklich so viel mehr haben wollen. Also ich werde jetzt hier nicht direkt auf Schlag das alles zum Wohngebiet machen. Das wäre halt wirklich heftig übertrieben, würde ich beinahe sagen. Oh, jetzt habe ich ja alles sechsspurig gemacht, ne? Das ist bis vierspurig habe ich hier gemacht immer, ne? Oh, das wollte ich jetzt gar nicht. Die Nebenstraßen sind ja bloß vierspurig. Dann machen wir die mal schön wieder weg. Und machen das vierspurig. Wir wollen ja jetzt nicht total übertreiben, ne? So. Zack. Ah. Immer schön rechteckig, quadratisch. Und wenn jemand irgendwie stadtplanmäßig Ahnung hat oder so, wie man die schöner bauen kann, nur her damit. Das würde mich echt interessieren. Machen wir hier mal kurz weg. Weil ich finde auch selbst, um ehrlich zu sein, nicht, dass das jetzt super schön aussieht. Ort ist bereits belegt. Ich muss das hier einmal die Oberschule ein bisschen wegschieben. Und das ist eben so ein bisschen mein Problem auch. Das ist halt jetzt nicht super, super schön alles, ne? Vor allen Dingen hier so eben dieses dicht besiedelte Gebiet, ne? Ungültige Form. So. Zack. So, so, so. So. Wie Ort bereits belegt. So. Und so. So, dann habe ich hier im Prinzip wieder ein großes Gebiet. Hier habe ich auch eine Zwischenstraße, ne? Sehe ich gerade. Die ziehe ich natürlich auch weiter. Damit die auch zwischendurch. Habe ich hier noch? Hier habe ich auch noch eine. Damit man zwischendurch, vor allen Dingen auch Feuerwehr und so, ist das ganz wichtig. Und mehr Bürogebiete könnte ich dann bestimmt auch. Guck mal, ich habe sau wenig Bürogebiete, wenn man das so sieht, ne? Ich würde sagen, das mache ich auch direkt mal hier vorne. Mache ich mehr Bürogebiete. Das alles mache ich einfach mal zu Bürogebieten. Warum nicht? Zack, zack, alles Bürogebiete. So. Und dann mache ich hier oben nämlich erstmal Feuerwehr. Oder was ist das? Krankenhaus. Mache ich mal, weil die Versorgung ist ja wirklich wichtig. Krematorium. Mache ich auch mal hier oben eins mit hin. Einen Friedhof direkt daneben. Feuerwehr, die hat eigentlich, aber ich mach trotzdem mal Polizei. Ich glaube, das ist ja nicht so schlimm, wenn man davon ein bisschen mehr hat, oder? Von daher. So, Schule, Bildung ist ja wieder. Ich brauche welche für die kleineren Jobs und ich habe ziemlich viele gebildete Leute, glaube ich. Blablabla, 19.000, 21.000. Sieht man nicht, wie viel Gebildete ich habe. Bildung hier oben. Oberschule, Grundschule. Oh, aha. Kapazität berechtigt 2500. Oha, nee, also ich brauche definitiv mehr Schulen. Also ein bisschen mehr Schulen brauche ich definitiv. Habe ich zu wenig. Hier ist ja sozusagen mein ungebildetes Viertel, das der Vorort. Dann mache ich hier weiterhin, ziehe ich das durch und mache hier ein bisschen mehr Bildung. So. Kapazität, ah ne, Baukosten sind das. Kapazität für 3, 300 nur? Alter, da muss ich dann wesentlich mehr bauen noch. Obwohl, nee, passt schon. Eine Oberschule noch. Ich will mal gucken, wo ich die hinbaue. Ich hab sau viele Oberschulen. Kapazität nur 2000 für. Okay. Das ist kurios. Okay. Dann mache ich direkt daneben noch eine Grundschule. Nee, Uni habe ich ja. Uni, die hat ja Kapazität wie sonst was. Gut, wenn die mehr bekommen.
Mal gucken. So, die haben jetzt hier keinen Strom und kein Wasser, ne? Muss ich Wasser noch ziehen? Zack. Zack. Damit die auch alle schön versorgt werden. Bringt mir nichts, wenn sie dursten müssen oder sich nicht duschen können. Stinkende Studenten sind nicht besser für die Umwelt als nicht stinkende 18.